Abend, meine Damen und Herren. Ich bitte doch etwas um Ruhe. Wir möchten dann gerne mit der Pressekonferenz beginnen. Für die, die es noch nicht wissen, gebe ich kurz die Ergebnisse bekannt, die gelaufen sind heute Abend. Weißenberg-Niesbach 2-3, Memmingen-Höchstadt 6-2, Bayreuth-Dorfen 4-1 und in der Abstiegsrunde Lindau-Nürnberg 5-2 und Waldkreiburg gegen Germering 1-5. Jo. So, wir begrüßen beide Trainer vom Buchloh und vom ERC Sonthofen. Und die erste Frage geht an unseren Gästetrainer. Gratulation erstmal zur Leistung des Torwarts. Ich glaube, der hat eine tolle Leistung gebracht, auch wenn das Ergebnis nachher etwas höher war. Aber die Einschätzung zum Spiel, Herr Gutschacher. Guten Abend miteinander. Klar, das, wenn jeder so eine Einstellung hätte wie der Stefan Honeber, dann spielen wir vielleicht anders Eishockey. Unsere Taktik für heutige Spiel war einfach defensiv sehr diszipliniert spielen, was auch zwei Drittel funktioniert hat. Im dritten haben wir dann aufgemacht und blöd kassiert. Selber kann ich mir nicht erklären, wieso manche Spieler plötzlich kreativ anfangen zu spielen und immer wieder die gleichen Fehler machen. Das ist Dummheit, sage ich ja. Aber muss man wieder daran arbeiten, weiß ich nicht mehr, wie oft ich das schon gesagt habe und trotzdem passiert es. Vielleicht muss man andere Maßnahmen machen. Harry, Gratulation zum Sieg, 2 Spiele, 9 Punkte, Shutout von Thomas Zellhofer heute, verschiedene Torschützen, Gratulation, deine Einschätzung bitte. Ja, guten Abend miteinander, der Bogart hat es richtig gesagt, wir haben die Räume sehr eng gemacht heute und wir haben uns schwer getan, wir hatten zwar gute Chancen im ersten Drittel, aber der hat alles gehalten, hat auch ein bisschen Glück dabei gehabt. Und dann denke ich, unseren Torwart dürfen wir auch mal loben, weil diesen Alleingang kurz vor Ende vom ersten Drittel zum Beispiel war eine ganz wichtige Situation. Wenn der Buchloh in Führung geht, dann wird es vielleicht ein ganz anderes Spiel. Das war ein ganz wichtiger Save von ihm. Jetzt hätte er überhaupt gut gehalten. Wenn sie vor das Tor kamen, waren sie immer wieder gefährlich, die Buchloher, fand ich. Ich fand es lange Zeit ein sehr schweres Spiel. Und dann, ja, dann haben wir das Überzahl dann gut ausgenutzt, konnten einzeln in Führung gehen, haben nochmal eins nachgelegt. Und ja, im letzten Drittel, denke ich, war wichtig, dass wir auch beide mal ein Tor geschossen haben und dann war es fast schon gegessen, denke ich. Insgesamt, denke ich, geht es soweit in Ordnung, aus meiner Sicht. Und ja, trotzdem war es für uns ein schweres Spiel heute lange Zeit. Danke. Für die Fans, die es noch nicht wissen, ganz kurz nochmal der Punkteabstand der Tabelle. Sonthofen 9, Miesbach 3. Pfaffenhofen 3, Peißenberg 2 und Buchloh 1 Punkt. Das heißt also, um den Tabellenplatz 2 ist noch alles offen. Herr Kotschaka, Sie empfangen am Sonntag. Miesbach, ja. Spitzenspiel. Wie gehen Sie es an und wie schaffen Sie es, die Mannschaft so zu motivieren, dass ein Sieg möglich ist? Also motivieren, für mich war schon heute ein deutlicher Unterschied zu den letzten zwei Spielen, die wir letzte Wochenende gemacht haben. Man hat deutliche Verbesserungen gesehen. Ja, wir haben ein bisschen diskutiert in der Kabine, wir haben uns gerade Worte gesagt, gegen so eine Mannschaft wie Sonthofen passiert das immer wieder. Ich habe heute, wie heißt das, Freitag heute, oder wie heißt das? Ich hab schwarze Freitag gewartet, weil gleich in der Früh haben sich 3-4 Spiele abgemeldet und ich dachte, super, dann muss ich vielleicht selber aufs Eis. Mein Sportdirektor hat aber auch schon gleich Angst bekommen, weil das war unser ehemaliger Torwart, der hat seine Ausrichtung auch schon frisch gemacht, aber Gott sei Dank haben wir noch eine Juniorenschaft. Motivieren, ich habe gleich nach dem Spiel in der Kabine zwar ein paar harte Worte sagen müssen, auf der anderen Seite habe ich die Jungs gelobt,
dass ich da diesen Unterschied gesehen habe und dass ich positiv dieses Spiel am Sonntag sehe, obwohl wir die ganze Saison Schwierigkeiten zu Hause haben, aber vielleicht kommt er, nicht vielleicht, da kommt ein Bruch und wir am Sonntag unser Spiel gewinnen. Ja. Dann wünschen wir unseren Kameraden alles Gute, dass es klappt. Harry, spielfrei? Es gehen alle Fasching feiern oder Karneval? Du gehst wahrscheinlich Fasching feiern, oder? Ich würde Karneval sagen, aber ist ja auch egal. Nein, 9 Punkte, das ist natürlich ein tolles Ergebnis. Und jetzt am Sonntag spielfrei, die Mannschaft kann sich ein bisschen erholen, kann Kräfte sammeln. Und dann kommt der nächste Gegner und das ist ein Feisenjahr. Ja, ich denke, jetzt sollen die Jungs aber 3 Tage frei machen. Tut uns gut, jetzt können wir am Sonntag schön beobachten, wie die anderen spielen. Und ja, dann fahren wir nach Heißmann, dann geht's weiter. Aber wir sind noch nicht drunk, das schaut jetzt im Moment cool aus. Aber wir müssen weitermachen, wir wollen Erster werden. Und ja, dann arbeiten wir weiter dran. Ja! Vielen Dank! Das wäre natürlich ein Traum-Halbfinale gegen Memmingen, aber da müssen wir noch ein bisschen spielen. Wir wünschen uns den Gästen eine gute Heimfahrt bei dem Schnee, dass nichts passiert. Und alles Gute für Sonntag. Ich wünsche allen einen schönen Abend und noch einen schönen Fasching.